Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu Embers Airline. Ja, Level 29 steht an. Pamela hat sich in der letzten Folge ein bisschen aufgedrängt. Deswegen guckt sie jetzt ein bisschen traurig, denn sie hat erstmal Lack gekriegt von Amber. Aber okay. Große Mädchen weinen nicht. Packe das Geschenk für Elise schön ein und finde die Maus. Elise. Ich hatte gehofft, dich heute zu sehen. Hör zu, ich wollte mich entschuldigen. Ich war einfach diese Woche nicht ich selbst. Ja, ist schon in Ordnung. Das kann passieren. Ich möchte es gern wieder gut machen. Hast du heute Abend nach der Arbeit vielleicht Zeit? Ja, okay. Ich werde heute Abend vorbeikommen. Gut, aber komm lieber etwas später. Ich muss erst noch etwas erledigen. Okay, wir sehen uns dann. Ich bin so froh, dass ich all die Sachen umgetauscht habe. Hoffentlich gefällt Elise, was ich ihr gekauft habe. Ah, okay, sie hat den ganzen Kram zurückgebracht. Das finde ich super, Amber. Die ganze Kohle, die du da verballert hast, ne, Fräuleinchen? So, aber jetzt holen wir für die junge Dame hier erstmal ein Stück Kuchen und dann füllen wir da gerade mal auf. Und die junge Dame möchte hier hin. So, warte mal, mach da mal ein Momentchen weiter. Du kannst schon mal hier hoch. Dann hole ich das Buch. Du kannst hier hin und ich gehe da oben. Ach, das ist eine Menükarte, die sie ihr zeigt, was sie alles... Ach so, oh, jetzt habe ich es auch gesehen. Da stand ein Menü drin. Ich habe mich schon gefragt, was sie ihr da dauernd zeigt und erklärt. Ja. Menükarte? Was soll denn das sein? Ein vergammelter Tannenbaum oder... Man weiß es nicht. So, warte, das, da und da zu der Lady. Das Buch hier runter. So, dann zeigen wir ihr die Menükarte. Oh mein Gott, ey. Da muss ich erst das ganze Level durchspielen, um zu sehen, was Amber hier eigentlich treibt. Ne? Naja, aber das ist keine Menükarte, ne? Hierhin, dahin. Du in das... Wer wollte in das Ei? Du wolltest in das Ei. Geh in das Ei. In das Ei. Und du komm bitte hier rüber, zackig. So, und du dahin. Und er die Menükarte. Oh mein Gott. Habe ich schon gesagt, ich bin froh, wenn wir hier wechseln. Ach, Jemine. Jemine. So, du darüber. So, Mädel, lies und verschwinde. Er will dahin. So, ein Kuchen hierhin, dann dahin. Ja, jetzt wollen die hier alle in die Sitze. Na super, ey. Ich geh mal kassieren. So, ihr beiden könnt mal tauschen. Das ist doch in Ordnung. Dann würde ich gerne mal das Geschenkrad noch ein bisschen einpacken. Achso, ja. Nee. Nur einmal auffüllen. Einmal auffüllen reicht, Amber. Es werden trotzdem nicht mehr als drei. Da kann man nichts machen. Sie geht jetzt zur Kasse. Naja. Okay, dann kann er hier hin. Boah, fresst mir doch nicht den ganzen Kuchen weg. Oh, da ist die Maus. Sehr schön. Ja, du willst auch in das Ei. Natürlich, warum auch nicht. Und den Sekt nehme ich auch gleich mit. Du kannst nicht in das Ei. Ei ist besetzt. Oh, das war knapp. So, jetzt sauft mal aus hier. Du endlich hierhin und ich Kuchen schneiden. So, hierhin, dahin. Muss das Geschenk noch einpacken. Nicht vergessen. So, ein Herzchen obendrauf. Und ein Kuchen für die Lady. Alles klar. So, er in das Ei. Ans Fernrohr, ich gehe mal kassieren. Die sind mir hier alle ein bisschen im Weg gerade. So, dann ja, alle durch, alle raus, alle weg. Wunderbar. Und dann mache ich das jetzt hier fertig. So, und du kannst hier oben hin. Ja, na also. Hat doch geklappt. So,
die Menükarte. Ich frage mich, was Amber da Hübsches gekauft hat für Elise. Aber werden wir hoffentlich sehen. Finde ich auf jeden Fall nett, dass sie es wieder gut machen will. Aber ich wünschte mir, Elise würde aufhören, da ihre Dopingmittel zu nehmen. Finde ich irgendwie nicht so gut. Aber vielleicht kriegt Amber sie ja noch dazu, dass sie das sein lässt, ne? So, warte. Ein Buch für ihn. Dahin. Jetzt habe ich keine Zitrone. Die Zitrone noch oben drauf. So, ein Stück Kuchen. Du nach hier. Ja, war mir klar. Habe ich mir doch gedacht, ey. So, ein Stück Kuchen für dich. Er hier runter. Du musst noch warten. Aber gleich wird hier der Platz frei, mein Freund. Wenn der Mann mal ein bisschen schneller essen würde. Oh, na klar. Holen wir das beide hier. Jetzt mach noch einen. Komm, zack ich. Ja, jetzt ist bei ihm sowieso schon. Wollte ich mal zwei gleichzeitig mitnehmen, aber das passt von der Zeit einfach nicht, ne? Naja. Geh da rüber. Oh, Alter. So, einmal ins Ei. Er will noch ein Buch. Was ist mit ihm? Er will noch einen Kuchen. So, und dann gehe ich da hoch. Jetzt haut mal ab hier unten. So, pack mal den Sekt ein. Perfekt. So, was will sie? Sie will blau. Dann brauche ich noch ein Buch. Oh Mann, jetzt will er rot. Jetzt doch gleich sagen können, Junge. So, du komm bitte in das Ei. So, du kannst aufrücken, du kannst hier runter. Ich gehe mal kassieren. Die roten Herzen sind nicht gut da oben. So, einmal hier runter, dahin, du Ei. Oh, ich habe aber meine drei Sterne schon. Das ist schön. So, einmal ans Fernrohr, du die Menükarte. Alle glücklich und zufrieden. Ja, dann haut mal alle ab. Okay. Ach, alles geschafft. Ich mache drei Kreuze. Elise, vielen Dank, dass du gekommen bist. Also, worum geht es hier, Amber? Du hast mir etwas so Nettes gekauft und ich habe nicht gerade sehr dankbar darauf reagiert. Daher wollte ich mich erkenntlich zeigen und es wieder gut machen. Als ich auf deine zwei kleinen Räuber aufgepasst habe, ist mir aufgefallen, wie sehr sie ihre Mama vermissen. Also überlegte ich mir, wie du auf deinen Reisen mehr Zeit mit ihnen verbringen könntest. Und dann hatte ich plötzlich eine Eingebung. Ich habe dir ganz viele tolle Bücher gekauft, die deine Kinder lieben werden. Die kannst du ihnen dann abends im Videochat vorlesen. Und deswegen kriegst du jetzt ein iMac von mir. vielleicht könnte das ja eine Art Ritual werden oder so. Das ist eines der rücksichtsvollsten Geschenke, das ich je bekommen habe. Tausend Dank, Amber. Sie fehlen mir so sehr und es ist mir immer so wichtig, es ist schwierig, ne? Unterwegs einen Weg zu finden, um mit ihnen in Kontakt zu bleiben. Das ist einfach perfekt. Jetzt echt Bücher gekauft? Da war höchstens ein Buch drin, wenn überhaupt. Ich habe gedacht, da ist ein iPad drin. Wegen dem Videochat und so, ihr versteht? Naja, das weiß ich schon. So, räume groß ab, indem du so viele Minispiele wie möglich abschließt. Okay. 1, 2, 1, go! das ist... Ja, okay. Konzentration. Konzentration. Ja gut, der Sekt muss ja erstmal reinlaufen. Da kann ich ja jetzt nichts dran schnell machen hier. Ne?
So, was haben wir jetzt? Einmal zip, okay. Oh. Knapp fast drüber. So, einmal hoch, einmal runter, fertig. Ja, ich krieg meine Diamanten, oder? Ich krieg meine Diamanten. Na also, das war's doch schon. Sehr schön. Oh, jetzt mache ich es aber gerade sehr knapp hier, ne? Aber egal. Alles geschafft, wunderbar. So, letztes Level. Was? Ich kann nicht atmen. Sortiere Ambers Dinge neu, um sie zurück nach Snapford zu bringen und finde die Maus. Also, erzähl mir mehr über Clark. Ich bin ja so eifersüchtig. Das Single-Leben ist total aufregend. Ja, und furchterregend. Er hat dieses wundervolle Essen am Strand geplant. Was? Ich will auch einen süßen Typen am Strand zum Essen. Was? Was? Ja, nicht wahr? Aber ich war total nervös und habe mich irgendwie schuldig gefühlt. Du weißt schon, wegen David. Und da habe ich dann wohl etwas zu viel getrunken und bin eingeschlafen. Also, ich sehe dich dann morgen, Amber. Wir fliegen zusammen zurück nach Snapford. Hey, Amber. Hey, danke nochmal für neulich Abend. Eigentlich nur, eigentlich für beide Abende. Aber sicher doch. Danke, dass du Zeit mit mir verbracht hast. Ich bin froh, dass sich unsere Wege gekreuzt haben. Hör mal, ich reise heute ab. Daher können wir uns wahrscheinlich eine Weile nicht sehen. Ehrlich gesagt fliege ich heute auch und wir sind sogar auf demselben Flug. Was für ein Zufall. Perfekt. Hoffentlich sind wir wieder Sitznachbarn. Ja, und nächstes Mal bin ich an der Reihe, ein romantisches Abendessen zu planen. Abgemacht? Ja, gut, abgemacht. Ich freue mich schon darauf. Wir sehen uns im Flugzeug. Zwinker, zwinker. Richtig? Ich weiß noch nicht, ob ich ihm traue. Er scheint sehr nett zu sein, aber... Vielleicht hat er eine Frau, die ihn gleich am Flughafen in Snapford abholt oder so. Und dann gibt's richtig Herzschmerz. Naja, schauen wir mal. Oder er muss für 3 Jahre irgendwo ins Ausland. Das ist ja keine Ahnung. Irgendwie habe ich das Gefühl, da gibt es noch einen bitteren Nachgeschmack mit Clark. Aber nun gut. So, Ladies, ihr seid erstmal glücklich. Dann werde ich erstmal da hinten die Koffer machen. Oder den Koffer, die Reisetasche, wie auch immer. Hol mal Kuchen, Amber. So, was möchtest du? Du möchtest dahin und du möchtest hierhin, okay. So, einmal da und einen Klick oben drauf, bitte. Klick da einfach oben drauf, bitte. Dankeschön. So, ich gehe mal ganz kurz zur Tasche. Okay, muss reichen. Der Mann hat Durst und sie will auch irgendwas. Die Menükarte, natürlich. Obwohl man eigentlich sehen kann, was wir hier anbieten an Essen und Getränken. Ich weiß nicht, warum ich euch noch hier eine Menükarte geben muss. So, das ist für ihn. Dann hole ich noch einen Kuchen für ihn. Ja, ihr könnt mal da warten, Freunde. Ne? Na, jetzt das Ei. Warte, du kannst hier hin. So, huschen wir mal dahin, huschen wir mal dahin. Und du kommst bitte hier hin. Plupp, plupp. Oh, plopp, plopp, plopp. Okay. Plopp, plopp, plopp. Alle wollen gleichzeitig irgendwas. Okay, okay. Oh, ja, jetzt wollen sie hier alle kassiert werden, fürchte ich.
Ja, Ember, da müssen wir mal ganz kurz dahin. Ach, ich vergesse immer, dass ich hier oben ziehen muss. Naja. Werde ich mir jetzt auch nicht mehr merken zum Abschluss. So, du kannst hier hin. Mach den Platz frei, mein Freund. Da will auch noch jemand hin. Kann ja jetzt nicht so schwierig sein. Jetzt blockieren die hier die Plätze, die Schweine, ne? Er wird daggerig. Wo ist die Maus? Oh, da hinten. Alles klar. Ja, tut mir leid, mein Freund. Aber was soll ich machen, ne? Wenn die hier die Plätze belegen und einfach nicht gehen wollen, dann ist das eben doof für dich. So, alles klar. Dann kassieren wir ihn jetzt mal schnell gleich raus hier. Okay, und tschüss. Und Tschüssikowski, und jetzt bitte zu ihr. So, du möchtest ein Getränk. Okay, natürlich. Ja, dann hier unten ein Dings machen und mal schnell den Kuchen schneiden. Zwischendurch. Ja, mitnehmen, darüber bringen, du hier runter. Also, da und da und da. Kuchen. Na klar. Gebe ich dir, ihr beide, nach hier oben. Wir brauchen Sekt. Und wir brauchen da, da und da. Das nehme ich jetzt auch mit. Jawohl. Warum kriegt die 3 Sektkelche, frage ich euch, ey. Ihr sollt hier nicht so viel Alkohol trinken, liebe Leute. Ist doch nicht gesund. Ich nicht mal jetzt. Ich will auch keine Besoffenen auf dem Rückflug haben in meinem Flieger. Echt jetzt mal. Passiert die mal durch hier gerade. Verliert ihr Herz, die Pussy. So. Ist die mit dem roten Ding auf jeden Fall verschwunden. So, ein Pfötchen. Okay. Ja, einmal ins Ei. Ja, und du willst noch eine ganze Menge, ne? Was willst du noch alle? Man weiß es nicht. So, das brauche ich für ihn. Er kommt ins Ei, er muss warten. Aber ich glaube, jetzt steht er auf, ne? Ja, und tschüss, mein Freund. So, einmal das so. Dann kannst du bitte ins Ei. Wieso hat der jetzt nur... Oh, der Herzen, der Blödmann. Ach, Mann. So, du schon mal hier unten hin. Du hier hin, ich da hin. Also, jawohl. Einmal Ei, einmal Kuchen, einmal Kasse. So, du ins Ei. Ihn auch noch durch, jawohl. Und dann hier hin. Und dann dahin. So, du bitte hier rüber, du kriegst Gesellschaft, dann einmal da hoch. Ja, ich habe den Kuchen. Es ist dramatisch. Voll das Kuchenembargo hier. Mann, Mann, Mann. Oh, verfressene Bande. Hier, kannst du gleich wieder auffüllen, Kind. Eine Zeitschrift, einen Kuchen. Sie verliert ihr Herz. Warte mal bitte, Mädchen. Nicht ganz das Herz. Oh, gerade noch. Gerade noch das eine Herz gerettet, ey. Okay. Winkt sie auch noch durch. Alles in Ordnung. Ist in Ordnung, Amber. Wir kriegen unsere 3 Sterne. Ich bin mir sicher. So. Du hier rüber. Und 1, 2. So, du da hoch. Lächel mal ein bisschen, Mädchen. Lächel mal ein bisschen, ja? Ich tue ja wohl hier mein Bestes für euch. Also echt jetzt mal. So, sie natürlich jetzt auch. 3-mal Champagner hintereinander. Aber wozu brauchen die 3 Gläser? Ich meine, sie können es auch einfach austrinken und ich fülle ihr dann nach. Alter, was das für ein Aufwasch wird hier, ne? Wenn hier jeder einzelne Gast 3 Gläser verbraucht.
Habt ihr schon mal was von Umweltschutz gehört? Habt ihr nicht, ne? Ja. Das darf nicht so kleinlich sein, ich weiß. So. Haut alle ab. Versoffene Bande, echt. Perfekt. Schließe alle Level in Kapitel 3 ab. Auch das haben wir erledigt. Dankeschön. Dankeschön. Oh, zum Not. Oh nein, was ist los? Sir, können Sie mich hören? Sir, geht's Ihnen gut? Ersticken, vermutlich infolge einer allergischen Reaktion. Wir müssen schnell handeln. Er braucht seine Allergiemedizin. Seht in den Erste-Hilfe-Koffern nach. Adrian, Karen, helft mir! Hilfe! Was passiert hier? Ist es ansteckend? Helft mir! Ich habe vor kurzem mit diesem Mann geredet. Er hat seine Tabletten immer bei sich. Clark, überprüf seine Taschen. Könntet ihr einfach mal was tun jetzt hier, Freund? Amber, warte. Ist dieser Mann denn überhaupt dafür qualifiziert? Er ist Arzt, ich kenne ihn. Du hattest bezüglich der Behandlung recht. Dann gilt für ihn wohl dasselbe. Fahren Sie bitte fort, Sir. Was? Dann musst du sie fragen? Sag mal, seid ihr alle bescheuert? Alles wird wieder gut, Sir. Keine Sorge. Und Karen, die werden wir jetzt von Bord stoßen, ja. Oh, vielen Dank. Sauerstoff hat noch nie so gut getan. Oh ja. Danken Sie nicht mir. Das haben Sie Amber zu verdanken. Sie hat im Notfall einen kühlen Kopf behalten. Oh, die Dame vom Schalter. Vielen, vielen Dank. Ich verdanke Ihnen mein Leben. Oh, ich danke dem Himmel, dass du hier warst. Tausend Dank, Amber. Es ist nichts. Keine große Sache. Bitte setzen Sie sich. Sie brauchen jetzt Ruhe. Plopp. Gesetzt. Hey Karen, ich denke nicht, dass Adrian jetzt noch in der Lage ist, weiterzuarbeiten. Warum lässt du Amber nicht heute für ihn einspringen? Sie hat ihr Können doch bewiesen. Ja, Amber hat es verdient. Auf gar keinen Fall. Amber verfügt nicht über die nötige Ausbildung. Wir werden den Rest des Fluges zu dritt absolvieren. Du hast heute Großartiges geleistet, Amber. Du kannst stolz auf dich sein. Also bis jetzt habe ich noch nichts festgestellt, dass Karen irgendwas falsch machen würde. Na klar, hat sie sich eben eingemischt. Da könnte ja jeder dahergelaufene daherkommen und sagen, er ist Arzt und er hat Ahnung und am Ende macht er nur alles noch schlimmer. Insofern hatte sie schon recht, dass sie sich eingemischt hat, aber ach, ich weiß auch nicht, mag sie nicht. Bin gespannt, was es noch wird mit Karen hier, ob das überhaupt noch irgendwas wird. Aber naja, okay, neues Minispiel. Sicherheitshinweise. Führe den Passagieren die Sicherheitshinweise vor. Die Reihenfolge der Anweisungen wechselt in jedem Minispiel. Okay, das kriegen wir dann beim nächsten Mal im Flugzeug, ihr Lieben. Aber ich will jetzt erstmal hier oben gucken. Ich atme. Das ist schön.
Liebes Tagebuch. Die Woche auf Tahiti war sehr seltsam. Pamela hat mich zu all den angesagten Shops und Bars mitgenommen. Daher habe ich Elise total vernachlässigt und ich fühle mich echt mies deswegen. Darum hier habe ich all die Dinge, die ich zusammen mit Pamela gekauft hatte, wieder umgetauscht und ein Kinderbuch für Elise gekauft. So kann sie jetzt ihren Kindern via Webcam eine Gute-Nacht-Geschichte vorlesen. Das ist doch das Mindeste, was ich tun kann. Ja, jetzt hier vielleicht mal eine Webcam gekauft. Nur nicht übertreiben, ne? Ich weiß, ihr Lieben, ich weiß. Aber wir machen weiter in der nächsten Folge. Dann geht es in das Flugzeug. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch. Und bis dahin, eure Trin.